konnte ich dich nicht hochziehen. Los jetzt, bevor noch was. Ich konnte eine beruhigende und irgendwas anderes. Und ich habe gesagt, beruhigende. Einfach, da stand einfach nur los. Ich gesagt, okay, go. Und das andere war irgendwie was ganz anderes, was mir nicht gefallen hat. Alter, okay, du lebst aber noch. Ich glaube, das mit Absicht. Das ist schon mal wichtig, dass du lebst. Ich weiß nicht, ob wir dich hätten hochziehen können. Ich deswegen, ja. Ich glaube, deswegen hat er das mit Absicht gemacht. Daniel, bist du da? Shit. Wen spielst du? Immer noch Andrew? Ich bin Daniel. Siehst du Daniel? Ich bin Daniel, Diggi. Oh mein Gott. Du bist Daniel? Okay, ist noch nicht da. Okay, gehen wir weiter. Daniel geht sicher gut. Daniel geht sicher gut. Ich hoffe, wir gehen. Ihm geht's wirklich gut. Weiter geht's. Mann, warum konnten die nicht hochziehen, Chat? Oh, find da aus dem Wald raus. Warum geht mir eine Taschenlampe nicht? Hä? Hallo? Was hast du gemacht? Du pausierst von egal so. LOL! Okay, ich hab meinen Controller. Meine Taschenlampe ging nicht, deshalb habe ich meinen Controller geschüttet, bin wahrscheinlich. Sorry, weiter geht's, bis gleich. Alles gut? Daniel? Bitte antworte! Oh, die Musik ist gar nicht gut. Ich hoffe, Sohn, es entscheidet sich richtig, Chat. Ich will nicht noch einen verlieren. Alter, das sieht ja auch alles gar nicht gut aus. Okay, wir sind jetzt mit John und mit Andrew unterwegs. Daniel? Wo bist du? Andrew! Hey! Was? Leute! Ich höre dich! Bin hier oben! Ich höre dich auch! Ich höre dich, wo bist du? Mann! Ich bin hier oben! Alter, zu sehen. Halt's Maul! Immerhin sieht jetzt noch jemand aus wie frisch aus dem Sumpf. Nice, wichtig. Shit. So wichtig, Alter. Nice, okay, wir sind wieder zusammen. Da ist er wieder. Oh, wer bist du denn? Nein, das ist John. Das sieht aus wie John. Das sieht aus wie John. Stehen bleiben. Hat jemand von euch Mary gesehen? Noch nicht. Da links steht ein Mädchen, da links steht Mary. Ich guck kurz, was im Auto ist. Hier ist. Was ist das? Irgendein Zeichen wieder. Ein altes. Was für ein Zeichen? Weiß ich nicht. Waren die Mitglieder in irgendeiner Sekte oder? Also ich habe gerade noch irgendeinen Brief gesehen und ich glaube, so wie ich den Fall vieles sehr, sehr unleserlich war, ich glaube, irgendeine Familie hat versucht, diese Fabrik vielleicht aufzukaufen oder ähnliches. Und vielleicht war er der Chef gewesen. Oh. Vielleicht war der eine der Chef gewesen und deshalb haben die versucht, die Familie umzubringen. Richtig, weil also ich glaube, die wir jetzt spielen, wollen weiterhin in Little Hope und haben Hoffnung weiterhin in Little Hope. Ja. Aber dieser komische Priester, beziehungsweise der in der alten Zeit, wo das Haus verbrannt wurde, der Geschäftsleiter von dieser Fabrik war und alles einfach drauf geschissen hat, zieht immer nur Profit aus dieser Stadt. Und selbst als die Familie gesagt hat, wir übernehmen das, hat er gesagt, nein, ich ziehe damit nicht genug Geld von euch und deswegen schließen wir diese Fabrik. Aber der Text war absolut unleserlich. Immer nur so zwischendurch ein paar Sätze und da stand irgendwie mit die Familie und dann wieder unleserlich. Also ich habe so ein ganz, ganz komisches Gefühl. Okay, der Priester ist schwierig. Was geht da ab? Ich habe einen Zeitungsartikel, hier steht drauf Burn in Hell und hier steht entlassen. Herr Clark wurde gestern aus der Polizeidienststelle Little Hope entlassen. Ein Strich wurde unter den tragischen Fall des Wohnhausbrandes der Familie Clark gezogen. Schaulustige beobachten, wie Anthony Clark, der einzig Überlebende des Feuers, das Polizeigebäude verlassen durfte. Donnerstagnachmittag, ein Schaulustiger zur Situation. Der arme Kerl, wahrscheinlich macht er gerade die Hölle durch. Der Herald forderte Herrn Clark zu einem Kommentar auf, aber er, steht nichts weiter, gab Clark die Schuld am Feuer, welcher eine Schachtel Streichhölzer in der Hand hielt, als er am Schauplatz gefunden wurde. Beim Verlassen der Polizeidienststelle Little Hope konnte man hören, wie Passanten Clark zurufen, er solle in der Hölle brennen. Der Anthony hat überlebt. Jetzt gibt die... Okay. Jetzt kriegt er die Schuld ab. Ja, aber denk dran, dem Bürgermeister und so gehört da alles. Ja, klar.
wieder Richter und Henker. Ist schon wieder. Ich glaube, es ist immer noch der Priester. Der Priester ist absolut. Oh mein Gott. Ist da. Was ist das? Ich, Mary, Mary, so, Mary. Megan. Sah Megan so in dem Haus aus, was verbrannt wurde? Ja, ne? Was auch passiert, wachsam bleiben. Alter. Okay, dann zeig uns mal, was passiert ist. Ja, warum sagst du das, Digga, so? Holy shit! Junge, sie will uns sowas von... Little Hope sicher, Joseph. Drum müsst ihr sterben. Nein, was? Selbst euer Weib Amy macht dich zu einer Teufelsbuhle. Verdammt mich euch. Doch wagt... ist nicht meine Frau zu schmähen. Ihr widersetzt euch noch? Ich muss euch den Teufel austreiben, um uns zu schützen. Oh, wen schützt ihr schon? Joseph, entsagt ihr dem Teufel und all seinen Herren. Können wir ihm helfen? Ich sündigte nicht. Ich bin kein Diener des Teufels. In unserer Stadt herrscht der Wahnsinn. Und Schuld ist die Satans Brut. Mary. Warum denn die Kleine, Mann? Nein, er glaubt es. Ja, er selber denkt ja auch immer, es ist Mary. Mary konfrontieren oder Joseph helfen? Joseph helfen mache ich. Nein, weil jetzt denken die alle, es ist wieder Geist. Weil jetzt schweben die Steine, Didi. Ja, aber wenn denn das Erste? Komm schon, hilf mir! Jetzt pass auf, was passiert, guck mal. Das meine ich. Ja, na klar. Aber hätten wir jetzt mit der Ja, aber ich... Nein, das hatte ich damals auch. Wir hätten... Er stirbt hundertprozentig jetzt. Ja, safe stirbt. Ja, aber ob er stirbt, ist eigentlich auch egal. Zaudert nicht. Ich hätte jetzt mal mit der Kleinen was gemacht, weil ich hab's letztens auch so... Und dann... Und weil sie... Die Leute sehen den nicht. Und jetzt pass auf, was der macht. Jetzt pass auf. Ja, nicht, dass irgendwas passiert. Weil stell dir mal vor, ich hätte Mary konfrontiert, ja? Und dann hätte Mary angefangen zu sprechen und danach hätten wir nochmal die Entscheidung, ob das hier irgendwas passiert. Ich will, mir ist scheißegal, ob der jetzt stirbt, aber ich will nur, dass Mary da vorne raus ist. Oh mein Gott, Alter. Weil das lenkt er jetzt nicht den Verdacht auf Mary, sondern eher auf ihn, weil er sich versucht hat, mit Teufels blablabla zu retten. Ja, aber damit kommt der, damit kommt Kramer ja durch. Genau das ist ja die Story von dem. Und damit kommt er mit der Unschuld von Mary eigentlich durch. Also ich weiß nicht, ob es das Richtige ist, immer die auch sterben zu lassen, weil genau so habe ich das auch gemacht. Ich habe die Puppe gegriffen, statt Mary zu konfrontieren, und dann flog die Puppe und die haben Taylor getötet in der Vergangenheit. Stell dir mal vor, die ganzen Vergangenheitsleute wären nicht gestorben, dann würde uns niemand jagen. Wir entkommen diesem Albtraum nicht. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wenn die alle leben würden... Oh, der Puppe ist schnell. Alter. Von Nein, diesem Biest lauf ich nicht mehr weg. Das ist ein du Hammer. Weißt, was Taylor passiert ist. Ich glaub, das ist Mir schon... soll das nicht passieren. Bist du verrückt? Ja, knall ihn weg. Wir müssen knall weg. Nein, mitnehmen. Den Hammer mitnehmen. Den Hammer mitnehmen. Oder? Fuck, ich kann nichts machen. John, beeil dich! Was ist das denn? Dem Wasser entstiegen. Was ist das? Scheiße. Knall ihn weg. Knall ihn doch weg, Alter! Steh jetzt auf, John! Angela? Also fuck. Ich kann nichts machen. Pass auf. Ich werde dir 100 pro helfen, komm. Tut das weh, Drecksvieh! Nimm den Hammer und lauf da jetzt weg! Komm. Oh mein Gott! Was ist das eklig? Geht nicht auf! Mach die Tür auf! Ja. Und jetzt wie in der. Genau, wie in der Vermessung, versperren! Oh, Junge, weg mit dir!
Hammer mitnehmen und versperren! Hammer mitnehmen und versperren! Ey, die will er mich verarschen! Los, hier rein! Nice, nice, nice. Versperr die Tür, versperr die Tür, versperr die Tür! Wichtig! Holy shit! Wir müssen weg! Los jetzt! Okay, ich muss entscheiden, nicht aufhören! Zusammen! Ey, das, ey, Gaso, es ist mein voller Ernst. Es sind zwei verschiedene, ey. Nein, das ist mein voller Ernst. Es sind immer Entscheidungsmöglichkeiten, die ich mir durchlese und mir denke, will der mich verarschen? Was ist weglaufen? Es ist mein voller Ernst. Das war gerade bei Daniel so. Ich habe mir das rechte durchgelesen, ich habe mir das linke durchgelesen. Ich denke mir, okay, ich will gar nichts sagen. Das ist einfach, beides ist scheiße. Was ist es? Okay, jetzt. Guck mal, lass einmal kurz fortsetzen drücken. Ich lese mir links und rechts nochmal durch. Okay? Okay. Und dann sag ich dir das sofort. Okay, go. Dann Ding. Das geht ganz schnell. Stopp. Du drückst dann wieder Stopp, ja? Ich weiß ja nicht, ob du den fertig gelesen hast. Du musst sofort wieder Stopp drücken. Lass mich zurück und rette dich oder hilf mir. Lass mich zurück und rette dich oder hilf mir. Helf mir zusammen. Also doch da bleiben. What the fuck? Okay. Da bleiben, damit wir dir helfen können. Wenn wir ihn jetzt zurücklassen, stirbt er vielleicht. Ja, aber das weiß ich ja nicht. Ich persönlich hätte gesagt, John soll mit denen weiterlaufen. Aber er sagt, helft mir oder lasst mich zurück und geht alleine. Na, lasst mich zurück, geht alleine ist, lasst mich zurück und geht alleine und helft mir ist, wir bleiben zusammen. Na, mach, helft mir, oder? Ja, aber also von mir aus ja. Aber jeder war schon mal alleine mit diesem eigenen Dings. Also ja, Angela war mal alleine, Daniel war mal alleine und jeder kam lebend davon. Aber ey. Ich sag, helft mir. Ich mach das nicht nochmal alleine. Oder sollen wir abholen? Ich hab Angst. Ich weiß es nicht. Das ist nämlich, oder ich sag gar nichts, das kann ich auch. Nee, gar nichts sagen wir scheiße. Helft ihr mir, oder wir machen, oder ihr sollt weglaufen. Ich weiß es nicht. Wenn wir dir jetzt helfen, halten wir alle, denke ich mal, zusammen die Tür zu. Und wenn wir weglaufen, dann laufen wir weiter weg und dann müssen wir halt gucken, dass wir weiter überleben. Oder aber was passiert dann mit John? Lauft weg heißt, lauf weg. Also ich persönlich, ich sag, helft mir. Zusammenbleiben in der Situation. Mach, ich glaube, John glaube ich, kriegt das nicht nochmal alleine hin. Nein, helft mir. Also ich habe draußen schon gesehen, was er versucht hat. Niemals, keine Chance. John ist weg. Mach, helft mir. Let's go. Auf jeden Fall zusammenbleiben. Komm, helf mir. Dann mach dich ready, Diggi. Ich bin ready. Auf geht's. Hilf mir, let's go. Andrew, ich brauch dich hier! Andrew, du kleiner Hosenscheißer! Ich muss kämpfen! Ganz ruhig. Ist es weg? Ich sehe es nicht mehr. Es kommt jetzt durchgesprungen. Okay, aber wichtig. Oder? Ich weiß es nicht. Doch, es ist nicht vorbei. Ich bin ready. Er kriegt jetzt nicht irgendwas im Kopf. Ich bin ready. Wir müssen hier raus, bevor das Biest rein. Holy shit, Alter. Aber Andrew hat gar nichts gemacht. Ja, Andrew ist so ein kleiner Hosenscheißer, der hat nichts gemacht. Stimmt was nicht. Ja und? Das kennen wir doch schon. Aber Andrew hat auch damals nicht geholfen. Ja. Er stand damals einfach nur vor der Tür. Ja, er hat damals schon bereut, dass er seiner Familie nicht weiterhelfen konnte. Und das durchlebt er immer und immer wieder. Und wir sind, Andrew, später der verstörte Busfahrer, sage ich, Alter. Andrew ist der fucking Busfahrer. Ich sag immer noch, der Priester ist der Busfahrer, aber mal schauen. Okay, ich sehe eine Hexe auf dem Besen. Wer ist das? Guck dir mal die Vorahnung an. Jetzt peile ich gar nichts mehr. Jetzt bin ich raus. Was ist los? Warte, was? Ja, ich verstehe gar nichts mehr. Spiel mir ein Spiel oder was? Hä? Irgendwie Bergsteiger mit einem Brenner in der Hand und Also da weiß ich jetzt auch nicht.
Ich hab, na, oh, aber ich hab das die Kleine gesehen. Ja, ich sie ist mit der Mutter. Hin. Sie geht Treppen hoch. Ja. Lass erstmal noch gucken überall, oder? Ich kann rausgucken. Keine Ahnung, was das für eine komische Vorhersehung war. Auf jeden Fall hat sie geschrien, lauft, lauft, und dann ist sie runtergefallen. Vielleicht ist das ja irgendwie wichtig. Oh, hier ist auch noch was an der Wand. Sieht aus wie ein Gemälde. Ist das das verbrannte Haus? Ich sehe das Vieh draußen noch. Es kommt. Sie beachten mich gar nicht. Ey, guck dir das Bild mal an. Hör dir doch mal die Musik die ganze Zeit an. Guck dir das Bild mal bitte an. Guck mal hier, guck mal hier. Vor mir? Ja, und guck du mal am Fenster. Ich will nicht am Fenster gucken, Digga. Welches Alter, ist das? Alter, die Musik die ganze Zeit. Alter. Das Bild, die arme Kleine, heimgesucht. Da ist nichts. Die Frage ist, wäre die Zeichnung auch genauso, wie sie da ist an der Wand, hätten wir noch nicht so viele Beweise gegen den Pastor gefunden? Wäre wie meinst vielleicht du ein anderes Bild? Ja, ne, Moment, da ist sie wieder! Doch, da ist was! Oh, da ist was! Oh, da ist was! Hä? Nochmal, was war mit dem Bild? Das Bild sah so aus, dass es uns suggeriert, die Kleine wurde ja von irgendwas getrieben, dass sie dafür nicht kann. Aber wäre das Bild auch da, hätten wir noch nicht so viele Beweise gefunden? Weißt du, wie ich meine? Ich weiß es nicht. Also für mich ist das Kind immer noch safe und dieser komische Moderne Pass. Moderne Anleitung für erfolgreiche Eltern. Mhm. Ja, alles gut. Oh, der kam nicht unten. Amy. Okay, die sind alle hier. Alle Geister sind irgendwo hier unten. Ach, kein Scheiß. Mhm. Ich bin jetzt beim Bild. James und Anne. Das müsst ihr euch anschauen. Hast du auch so eine epische Musik auf einmal? Ja. Das macht immer weniger Sinn. Das macht alles immer weniger Sinn. Scheiße. Hm.